Nina Buritz. Erstmal herzliche Gratulation zum erfolgreichen Bildband. Was machst du besonders an deinen Bildern? Die Abwechslung wahrscheinlich. Also, dass es wirklich so viele verschiedene Sachen hat. Es hat nicht nur Akt natürlich in diesem Buch, es hat aber ja, auch Bewegung. Es hat auch so ein bisschen etwas, was schauspielerisch aussieht. Also, ich glaube, es wird auch nicht langweilig beim Durchblättern. Jetzt hast du ja schon eigene Fotokalender veröffentlicht. Verdienst du auch Geld damit? Also, wirst du auch nicht mehr? Es ist nicht ums Reichwerden. Es tut sich meistens gut ausgleichen. Der Fotokalender war letztes Jahr das erste Mal. Das ist das Buch, mit dem habe ich nur Erfahrung. Also, ich weiß nicht, ob ich reich damit werde. Vielleicht, wenn es dann mehr und mehr Auflagen gibt, das weiß ich natürlich noch nicht. Aber es geht mehr darum, dass man sein Schaffen zeigt als Künstler. Und das gibt dann mehr Arbeit. Also, das Geld kommt als zweites meistens. Genau, du hast ja entschieden, also im Bildband kommen vor allem Aktbilder vor. Was ist schöner an denen als an angezogenen Bildern? Also nicht schöner, es ist einfach interessant auch. Also ich habe auch Aktbilder, wo man fast nichts sieht. Also bei mir ist es natürlich interessant, dass die Bewegung drin ist. Also dass ich mich verbiegen kann und dadurch kann Fotograf eine neue Ebene bieten und nicht nur einfach da stehen vor einem Fels oder vor einer leeren Wand. Und das ist vielleicht, mit dem kannst du kein Buch füllen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass es so viele verschiedene Sachen hat gegeben, hatte ich auch die Idee gehabt, wir können es in ein Buch bringen. Und wo kann ich es sonst veröffentlichen? Auf Facebook muss ich zensieren oder wird gesperrt. Oder ja, es gibt immer irgendeinen Negativpunkt. Und das Buch ist halt die Möglichkeit, das bin ich, das habe ich gemacht und das, ja, das kann ich jetzt zeigen. Also dann tut man auf Facebook oder auf anderen sozialen Medien die Bilder definitiv zensieren? Ja, also sogar, ich habe jetzt das Cover, ich sogar das Gefühl, es ist zu viel. Und im Cover siehst du jetzt nichts. Also man sieht nackte Arme und man sieht eine Pose. Und sie haben gefunden, Pose explizit und ich zeige zu viel Haut. Und ich denke so, hä? Also normalerweise ist es immer um Nippelalarm gegangen, man darf nicht Nippel zeigen und das ist jetzt wirklich lächerlich. Und wir haben uns schon gefragt, ob ich auf einer schwarzen Liste bin, dass alles, was ich poste, nicht durchgeht. Aber ich weiß halt nicht. Wie sieht es aus so mit Hemmungen vor dem Fotograf? Darf nicht sein. Also man muss ihn vorher lernen kennen. Und wenn man merkt, das ist komisch oder ja, ich weiß nicht, dann würde ich es auch nicht machen. Also ich würde immer nur solche Leute, die ich kenne, nehmen, als Fotografen oder die ich kennengelernt habe durch irgendein Shooting. Und das Projekt muss gut sein, muss mich überzeugen. Also ich mache nicht irgendetwas, was ich schon 30 Mal gemacht habe, noch einmal für was. Also es muss wirklich immer etwas anderes sein. Und ich muss auch wissen, dass im Nachhinein das sehr gut mit diesen Bildern umgeht. Dass es nicht plötzlich irgendwie in einem Playboy findet, ohne dass ich davon weiss oder so. Also das muss schon alles gut abgesprochen sein. Also das braucht wirklich Vertrauen? Sehr viel Vertrauen, ja. Was würdest du jetzt nie vor der Kamera machen? Also im Buch ist es sehr tabu unten ohne. Das haben wir nie gezeigt. Also wir tun es immer verdecken oder es ist gar nicht Thema. Also das ist das, was... Da ist meine Schamgrenze. Oder? Ich würde auch nicht irgendwie mit gespreizten Beinen nackt posieren oder so. Für das gibt es schöne Anzüge und auf der Bühne zeige ich alles, aber in einem Anzug und bekleidet. Und dann kann man so geniessen, wo man jetzt da nackt wäre, dann wäre das wieder etwas ganz anderes. Das wäre wie eine Peepshow, das mache ich sicher nicht. Und als Schlangenfrau kann man ja nicht einfach mal sagen, so, ich trainiere jetzt eine Woche nicht. Das geht auch nicht. Wie viele Stunden trainierst du pro Tag? Ich trainiere tatsächlich immer. Also ich trainiere 4 Stunden am Tag. Und das muss auch sein. Aber klar, wenn ich jetzt nicht die nächsten 2 Tage keine Show habe, kann ich mal sagen, okay, dann mache ich mal einen Tag frei vielleicht. Aber ich muss in einer gewissen Routine sein. Ich kann nicht einfach weniger Lust haben. Ich muss wirklich immer trainieren. Das ist mein Beruf. Und du hast mit 30 angefangen als Schlangenfrau. Jetzt bist du 40. Macht der Körper das noch gleich mit? Zum Glück, ja. Also sonst hätte ich da schon die Alarmglocke und müsste wahrscheinlich eine Umschulung machen. Aber zum Glück passiert eigentlich nichts, wenn ich mich richtig gut eintrainiere und wenn ich äußere Einflüsse irgendwie Gewalt an meinen Körper bringen, kann ich was sagen, wo ich selber weiss, was ich machen muss und wie weit ich gehen kann. Und wenn ich das so weitermache, kann ich glaube noch sehr lange weitermachen, wenn ich da Lust habe, so viel zu trainieren. Immer. Wie sieht es aus mit Verletzungen? Also das sieht ja meistens sehr brutal aus auf der Bühne. Und da fragt man sich automatisch, verletzt man sich da nicht zwischendurch noch? Also es ist ja nicht so im Fußball, wo man andere hat, die zum Beispiel das Bein boxen oder so, oder wo man nicht weiss, was passiert als nächstes. Ich habe vollste Kontrolle, es ist wie ein Yoga-Ablauf, wo ich genau weiss, was ich als nächstes mache. Ich sage immer, das Einzige, was mich verletzen kann, das ist Sachen, die also als Überraschung kommt, oder? Wo irgendwie, sagen wir, es zieht die ganze Zeit, ich stehe da unten 5 Minuten, muss warten auf mich auf, das zieht mega, dann verkälte ich mich zum Beispiel, bin auch steif und mache auf der Bühne meine Übungen, die so krass sind. Dann kann ich mich verletzen, logisch. Aber die Umstände nicht stimmen, das muss ich versuchen zu vermeiden, halt einfach. Und jetzt noch zu deinem Privatleben. Du bist seit fast 2 Jahren Single. Hättest du gerne einen Mann an deiner Seite?
Ja, wenn es sich so gibt, logisch, ja. Aber im Moment hat es sich noch nicht ergeben. Und darum bin ich jetzt nicht am Verzweifeln, weil ich habe ein schönes Leben, also mir geht es gut. Aber natürlich fragt man sich manchmal, okay, finde ich da irgendwann mal einen guten Mann an meiner Seite? Aber ich weiß es nicht, es ist fast Schicksal da oben. Und ja, wer weiß. Wie sieht denn die Traum aus? Also ich hoffe, ich kann es fast nicht sagen. Ich lerne jetzt verschiedene Männer kennen, also nicht, wo ich unbedingt wollte, aber wir lernen ja immer Leute kennen, oder? Und da gibt es keine Linie eigentlich. Also ich sage nicht, ich bin gegen blond und nur braunhaarig und mit Muskeln, so überhaupt nicht. Also ich bin mega offen. Sehr gut. Und noch apropos, am Samstag ist die royale Hochzeit. Bist du Fan von den Royals? Ich frage mich echt, warum die so viel Aufmerksamkeit bekommen und warum die Leute das so gerne haben. Ich finde es so peinlich, sorry. Das ist das ganze Kabarett. Es ist wie eine Inszenierung, damit wir mehr Unterhaltung haben, irgendwie. Also, es sagt mir eigentlich nichts. Also, wirklich nicht. Also, dann schaust du die Hochzeit nicht? Also, vielleicht, wenn ich 4 Stunden trainieren muss und zufällig vor dem Fernseher sitze, schaut vielleicht ein und schaue schnell, wie das Kleid aussieht. Aber das ist wahrscheinlich alles.